Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. In der letzten Folge durften wir in Erfahrung bringen, dass unsere Prüfung doch ziemlich real ist. Ja, nicht irgendwie Edeka oder Mediamarkt oder Ikea. Die ist ziemlich real. So real, dass wir uns, dass ich dachte, wir müssen uns dementsprechend ein wenig vorbereiten, weshalb ich hier rumgelaufen bin. Und ich habe beim Kontrollieren gemerkt, dass hier vielleicht noch etwas ist. Ich kann da tatsächlich durch, ne? Sie meinte ja so, Xels Zimmer eher nicht so, aber alles andere können wir natürlich begutachten. Die denkt sich so, ja, eine alte Timbermaniacs? Doch nicht. Was ist Timbermaniacs? Ich habe so das Gefühl, als wäre das irgendwie was Wichtiges. Ja, die Alte denkt sich so, kommt ruhig rein, kommt ruhig rein. Ich habe nichts dagegen, ja? Xel, ja, aber ich habe nichts dagegen. Man muss ja auch dazu sagen, dass, gut, das spielt jetzt nicht in Deutschland, aber es ist ja mittlerweile auch in Deutschland so, dass, da gab es letztens so einen Fall, wobei, nein, das war in der Schweiz, fuck, okay, ich habe nichts gesagt. Aber, es ist anscheinend nicht nur in Deutschland, sondern weltweit so, dass wenn jemand bei dir einbricht und du dich wirklich konsequent wehrst, und mit konsequent meine ich, dass du dem einen aufs Maul haust oder den irgendwie ans Bein schießt oder so, dass du dann tatsächlich, in dem letzten Fall war das so, 33 Monate ins Gefängnis musst. Ne? Gut, jetzt muss man noch dazu sagen, dass der eine Hanfplantage hatte. Er selber meinte, dass diese Hanfplantage ihm wohl ein Jahr gegeben hat. Sprich, ohne diese Plantage ist es 21 Monate. Aber das ist trotzdem ein Ding. Meiner Meinung nach. Stellt euch mal wirklich vor, jemand bricht bei euch ein und ihr schlagt den K.O. oder brecht dem irgendwas aus der Notwehr heraus, was ja auch verständlich ist, weil man ist ja dann auch in Panik und dann muss man einfach ins Gefängnis, ja, wenn man seine eigene Wohnung verteidigt hat. Also da kann ich schon Xels Mutter verstehen, dass sie sich so sagt, naja, dann lasse ich die lieber rein, bevor ich ins Gefängnis muss. Oh Gott, ey. Ja, bevor es hier gleich richtig abgeht, würde ich mal sagen, dass wir nochmal die Truppe checken. Sie sind zwar nicht gerade in meiner Party, aber ich kann ja trotzdem was mit ihnen machen, ne? Beispielsweise koppeln wir jetzt mal die, geben wir ihm die Girlfriend Ifrit. Wobei, ganz ehrlich, ich würde Ifrit jetzt nicht wirklich als Girlfriend bezeichnen, so wie der aussieht. Aber gut, neue Kids würden jetzt sagen, er ist eine Trap. Er tut nur so, als wäre er weiblich, aber dann tut er es ziemlich schlecht. Ja, so, und dann müssen wir natürlich... Warte mal, wie sieht es denn eigentlich mit Cypher aus? Kann ich? Tatsächlich. Naja, okay, also... Naja, warte mal. Quistis macht nicht mit, oder? Quistis macht nicht mit. Die ist ja nur Aufpasserin. Dementsprechend... Ach shit, ich hätte ihm das direkt auch geben können, ne? Ja, egal. Dann machen wir das tatsächlich mal so. Geben ihm Shiva. Und checken dann mal ganz kurz, wie das mit dem Zauber ist. Am liebsten wäre es mir ja so, wenn ich einfach alles erstmal in ein Riesenlager stecken könnte und das dann verteilen könnte. Aber gut, es geht ja nicht, weil manche ja 100 haben. Vita. Ja, naja, ich würde... Nee, warte, tauschen. Ich würde tatsächlich ihm so, keine Ahnung, so 12 vielleicht geben. Und Cypher auch 12. So ein bisschen. So. Dann hätten wir noch Feuer. Ja, da würde ich dann tatsächlich ein bisschen... Versuchen das ein bisschen, ja, strategisch. Es ist im Grunde alles strategisch. Es wäre jetzt dumm, wenn ich das so sagen würde. Also, ihm würde ich hier tatsächlich Eis überlassen und das Feuer würde ich dann ihm geben. Komplett. Nee, das stand da nicht gerade hier. Alles, genau. Und was haben wir noch? Blitz. Was ich jetzt nicht so viel habe, aber das kann dann natürlich Cypher nehmen. Dann wiederum haben wir... Gott, ich komme mit der Menüführung noch nicht klar. Die hier... Der hat doch auch ganz, ganz viel Blitz. Das kannst du ihm geben, genau. Und das Vita...
Warte mal, der hat 12, der hat 12. Ja, der hat doch. Genau, ja, das kannst du ihm geben, so. Dann, da hast du auch noch Feuer, Schlaf von mir aus, Eis von mir aus, Analyse. Ja, das kannst du. Nee, der hat auch Analyse. Ja. Hier, ich weiß nicht, ob's nötig ist, aber wir können es einfach mal machen. Nein, nicht alles. Nicht alles. Nicht alles. Nur so ein bisschen. Nur so ein bisschen. So. Und dann sollte das passen. Also, das hier erstmal. Jetzt kommt natürlich noch der andere Quatsch hier. Koppeln. Gut, bei dir müssen wir. Warte mal. Menüführung. So. Gegenstände, Draw, GF. Übrigens, ich glaube, ich habe das jetzt mit der Lebensanzeige der GF verstanden. Ich denke, man braucht ja einen kompletten Zug, um die Beschwörung zu aktivieren. Und da hat man ja dann die HP der Beschwörung gesehen. Ich denke, wenn Quistis beispielsweise ruft, die Beschwörung ruft und dann angegriffen wird, dann wird quasi die Beschwörung, die HP der Beschwörung angegriffen, ne? Ja, das passt. Hier, da müssen wir auf jeden Fall Zauber und halt Draw und Gegenstände. Ich hab's irgendwie nicht so mit der GF, also so dieses Beschwören. Ich glaube nicht, dass ich das oft machen werde. So, die brauchen wir nichts machen hier. Da kriegst du... Moment, nein, nein, nein. Da, so. Zauber, Draw, Gegenstände und hier kann ich ja noch nichts machen. Dann kommen wir zu... Wir können auch jetzt hier unten noch was machen. Magie. Und hier meinte ich ja so von wegen, ja wahrscheinlich so Angriffszauber gibt die mehr, aber hier könnte es tatsächlich auch einfach sein, dass mir Eis mehr gibt, weil ich vom Eis am meisten habe. Ne? So, da kann ich noch nichts machen. Bei dem kann ich Stärke machen, aber warte mal. Ach nee, er war doch jetzt der mit Ifrit, ne? War das jetzt nicht so, dass ich... Genau, okay. Machen wir erstmal Stärke. Da natürlich Feuer. Und das bringt wahrscheinlich jetzt auch nochmal einen Bonus, weil Ifrit Feuermonster ist oder so. Ach so, oder kann ich denn... Ach, ich kann das nicht doppelt koppeln. Das ist natürlich interessant. Aber das andere bringt nichts. Stärke... Feuer. Ich denke nicht, dass die Feuerschaden machen werden, also werde ich das einfach mal so machen. Aber dann... Naja! Dann wäre es gut, wenn ich ihm tatsächlich hier jetzt auch mal Feuer... Ja, okay. Ja, es tut mir leid, dass das jetzt so lange dauert, aber das muss sein. Wieso entschuldige ich mich? Ich habe doch ADHS-Zuschauer vergrault. Meine Fresse. Was sein muss, muss sein. Das Schlimmste ist hier in erster Linie überhaupt das Menü zu verstehen. Nein, ich will doch jetzt Zauber geben, also gehe ich auf Zauber. Ja, so, wenn der nicht in der Mitte stehen würde, würde ich mich nicht immer verklicken. Nein, Tausch. Ich gebe euch beiden jetzt... Wobei, nein, er muss es nicht machen. Quistis kann das machen. Die Alte, die hat noch genug Eis. So, ich gebe... dir jetzt 50. Naja, 48. Und dann gebe ich dir 48. Damit beide jetzt, wobei bei Cypher könnte man jetzt natürlich auch Blitz koppeln, ist ja ganz klar. So, wir gehen jetzt hier rauf und auf Zauber. Dann können wir hier nämlich Eis verwenden und haben da halt Eisschaden, was okay ist. Dann gehen wir zu Cypher. Der wiederum hat anscheinend Geschicklichkeit oder irgend so ein Käse. Da wäre Eis gut. Blitz ist natürlich noch besser. Kannst du hier irgendwas machen? Nee, okay. Ja, dann hier Friss Blitz. Und dann natürlich noch der gute Squall. Wobei, der hat ja immer noch hier, ne? Eis. Eis, Eis. Alles andere ist nicht so gut. Ja, ich glaube, mit Blitz hatte ich es noch nicht versucht, aber das habe ich ja gerade nicht. Okay. Ja. Ja, also wobei,
Wer hat denn jetzt hier nochmal 4 Blitz? Er hat 4. Ich meine, wir können das ja jetzt nochmal testen. Und zwar gehe ich auf Koppeln und sehe, dass Blitz ihm 2 bringt. Und wenn ich jetzt den Zauber, wenn ich ihm jetzt ein bisschen Blitz nehme. So. Wenn ich ihm jetzt hier so 15 gebe und ihm 15 gebe, ändert das was an seiner Stärke? Tatsächlich. Ja, also es hängt dann doch wirklich damit zusammen, wie viel man von dem Shit hat. Alles klar. Was sagt die Uhr? Na, 7 Minuten noch. Ja, das geht ja gerade noch so. Okay. Moment, nein. Das, ach nee, doch nicht. Das wollte ich noch checken. Das sah beim Kontrollieren so aus, als wäre das hier eine fucking Kiste. Aber im Spiel sieht es dann tatsächlich wieder wie ein Schild aus. Da hat mich jemand getrollt. Da gehen die epileptischen Anfälle wieder los. Okay. Hi, magst du reden? Oder wieso guckst du mich so an? Wo willst du hin? Dahin, wo du nie kommen wirst. Lul. Hä? Doppelt angequatscht? Oder was war das jetzt? Kann ich? Ah, jetzt bin ich am Arsch. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Es war dieser entscheidende Bildschirm. Einsteigen, Tempo. Ich muss schon sagen, in der Uniform sieht sie schon geil aus. So mit den Stiefeln und so auch. Ja, sie gefällt mir so besser. Ihr seid also der B-Trupp. Die Ausbilderin ist zu jung. Ja, da sprichst du mir aus der Seele. Ich versteh's doch auch nicht. Hat anscheinend eine gute Karriere hingelegt. Jetzt geht's ab, Leute. Das ist richtig geil, was jetzt passiert. Auch so mit der Musik und so weiter. Also, das ist für mich schon so ein Magic-Moment tatsächlich. Also gleich. Ich glaube, jetzt gibt es noch ein kleines Briefing. Der Direktor ist ja, glaube ich, mit dabei, oder? Oder, nee, das wird eher über Bildschirm wahrscheinlich gemacht. Hi, Quistis. Du siehst auch nicht schlecht aus. Das hier ist der B-Trupp. Hallo. Handzeichen genügen. Das wievielte Mal, Cypher? Ich mag halt Prüfungen. Wie jetzt? Verkackst du immer oder wieso bist du immer dabei? Erläuterung der Lage und die Missionsbeschreibung. Er kommt wahrscheinlich wirklich nur aus Langeweile mit, ne? Deswegen wurde er wahrscheinlich auch zum Truppenführer ernannt, weil er schon gefühlt 20 Kriege mitgemacht hat. Das hatte ich schon gerade gelesen, ne? Ja. Setzt euch! Der Auftraggeber ist das Dollet Parlament. Der Auftrag wurde vor 18 Stunden an die Seeds weitergeleitet. Dollet wird seit 72 Stunden von den Galabadianern angegriffen. Schwieriges Wort. 49 Stunden später hat Dollet die Innenstadt aufgegeben. Zurzeit befinden sie sich in den Bergen und reorganisieren ihre Truppen. So viel zur aktuellen Lage. Jetzt kommt die genaue Missionsbeschreibung. Erreichen Sie 100%, indem Sie alle Goodies einsammeln. Nein. Die Galabadianer planen jetzt die komplette Beseitigung der dolettischen Restverbände. Wir werden am Luptan-Strand anlegen. Squaresoft dachte sich auch so. Also, wir hatten jetzt schon so interessante Namen bei Final Fantasy oder generell gibt es interessante Namen auf der Welt. Wie können wir das Ganze noch toppen? Also, das hat mich schon bei Quistis und Xel so verstutzt. So, Quistis Treb, Xel Dinsch. Also, das ist so, ich weiß nicht. Lasst uns einen Namen nehmen und einen ordentlichen Zungenbrecher draus machen. Wir beseitigen die Galbadianer und befreien die Innenstadt. Das sind so Namen, die
können sich doch kein... Das ist ja schon fast so wie bei FF13. Lassie, Falsie ist genau so ein Scheiß. Man sollte doch schon wie was Einfaches, was Ikonisches nehmen, was man sich merken kann, was im Gedächtnis bleibt. Wir, die Seeds, werden uns in der Zeit auf eine feindliche Gegenoffensive vorbereiten. Gut, ich habe den ersten Teil vergessen, aber lass mal machen. Und was müssen wir machen? Die Seed-Anwärter sollen den Stadtbereich säubern. Den Staat säubern. Eine wichtige Aufgabe! Langweilig. Wir müssen also den Müll beseitigen, hm? Ja, und vielleicht deine Nase, die gerade ein bisschen kaputt aussieht. Ach ja, das versteht sich zwar von selbst, aber... Ein Rückzugsbefehl hat höchste Priorität, vergesst das nicht. Aha. Wir werden bald anlegen. Gleich nach der Landung beginnt der Kampf. Bereitet euch gut vor. Das war's. Darf ich mich nochmal vorbereiten? Wendet euch an Quistis, wenn ihr noch Fragen habt. Ja. Ich wende mich gerne an diese schönen Beine und die Stiefel. Was mache ich jetzt? Quistis ansprechen. Cypher, ist das so? Kann ich hier Beziehungen pflegen? Na dann schon, wenn schon mit Quistis, hä? Was ist Squall? Wovon war die Rede? Wie jetzt? Ich werde es kurz fassen. Ach, so ist das. Unsere Aufgabe ist es, die Gala-Soldaten zu beseitigen. Ein Rückzugsbefehl hat höchste Priorität. Ihr müsst dann sofort zum Strand zurück. Ja. Cypher, hör mir gut zu. Wir wollen in Dollet die Galbania niedermetzen. Befolge einfach meine Befehle, das ist alles. Also, das ist jetzt so für richtig Behinderte. Wir kriegen nochmal drei verschiedene Arten des Briefings. Der Wiederholung, oder was? Der erste Einsatz, aufregend. Okay, außer er hat auch nicht zugehört. Mach ja nicht in die Hose. Hä? Ich höre wohl schlecht. Scheiß Kerl. Okay, genug geredet. Wir sind gleich da, macht euch bereit. Verstanden. Verstanden. Ja, ja. Kann ich jetzt hier die Folge beenden? So, Score, schau nach, was draußen abgeht. Alles klar, ja. Leute, ist so ein bisschen wie bei Dragon Ball, ne? Man denkt so, okay, jetzt in der nächsten Folge. Nein, in der übernächsten Folge. Ah, okay, vielleicht doch in 3 Wochen. So kam mir das gerade vor, weil ich ja schon vor 3 Folgen irgendwie so meinte, jetzt kommt der Einsatz, jetzt geht's los, okay? Gut, lag natürlich jetzt auch ein bisschen an mir, ne? Aber was soll ich tun? Ich spiele meine Rollenspiele tiefgründig. Ich kenne da nichts. Wenn Optionen gegeben sind, dann werde ich diese Optionen auch ausnutzen. In diesem Fall, in diesem Sinne, Leute, würde ich mal sagen, was ist heute mit Let's Play Final Fantasy 8 in der nächsten Folge? Ich schwöre. Ich muss jetzt nur noch eine Textbox wegdrücken. Dann geht's wirklich ab. In der nächsten Folge gibt's richtig hammer, krasse Action. Ja. Also, Rollenspiel-Action, so gegenseitig angucken und gegenseitig mit Zahlen bewerfen, ne? Also jetzt nicht Dragon Ball-Action, nicht falsch verstehen. Nicht, dass es dann heißt, ich hätte euch irgendwie geklickbaitet oder so und dann sperrt ihr mich auf YouTube wegen irreführende Videos. Ne, also, ne, damit wir uns da mal richtig verstanden haben. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.